dap 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 dap. Ja, Leute, willkommen zurück zu dieser grauen Welt, die so sehr unsere grauen Zellen fordert. Denn wir sind im letzten Part bei diesem Rätsel hier stehen geblieben und ich bin mir sicher, wir müssen diesen Reifen hier irgendwie weiter nach rechts transportieren. Wie wir das anstellen, ich habe keine Ahnung. Und deswegen probieren wir das einfach mal ein bisschen. Oh! Okay, da habe ich jetzt wahrscheinlich durch Zufall ein bisschen was herausgefunden. So, dann wollen wir das doch mal machen. Und zwar will ich diese Kiste hier durchbekommen. Können wir die eigentlich auch schieben? Nein, dieses Ding können wir hier leider nicht schieben. Und deswegen versuche ich mal irgendwie mit Hilfe dieses Reifens. Das ist eine gute Idee. Cool, der Zufall lag mal auf unserer Seite mal wieder. So, jetzt holen wir schön Anlaufreifen. Warte. Noch ein bisschen mehr Anlauf. So. Auf geht's, denn jetzt rennen wir schnell den Weg zurück. Ah, der Reifen überholt uns ja. So. Sicher ist sicher, ich gehe lieber den anderen Weg. So, und jetzt hoffe ich, dass er gleich wieder zurückkommt und wir diese Kiste hier durchschieben können. Haha, genial. Super, das freut mich, dass wir das jetzt so schnell hinbekommen haben. Ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen dafür noch ein wenig. Aber, sehr schön. Weiter geht's, Fortschritt. Auf geht's, der kleine schwarze Junge mit den leuchtenden Augen. Auch ein bisschen unheimlich. So, komm schon. Dann wollen wir mal ein bisschen Technik anwenden, die hier so schön aufgebaut ist. Ja. Zap! Und schon wieder setzen wir irgendeine Konstruktion in Gang. Ich würde sagen, wir nehmen die Kiste einfach mal mit. Die brauchen wir auch garantiert. Wer weiß, ob die überhaupt mitkommt. Egal, wir probieren's. Los, Kiste! So. Als nächstes sind wir dran. Können wir mal sehen, was mit der Kiste passiert. Vielleicht können wir da vielleicht einem Tod aus dem Weg gehen, wenn uns die Kiste warnt. Nein, wir müssen da nämlich darauf. Verdammt. Egal, wir kommen auch so darauf. Yay. Und hier befindet sich eine weitere Kiste. Aber ich hoffe, die müssen wir jetzt nicht auch darunter befördern. Naja, mal sehen. Wir gehen erstmal diese Leiter hier runter. Ich höre schon wieder so eine komischen Tierchen. Mal sehen, ob die Kiste jetzt hier angekommen ist. Ja, Tatsache. Okay. Soll ich die andere Kiste jetzt auch noch holen? Das ist hier die Frage. Sam! Aha, aha, aha. Interessant, da wird etwas hochgefahren. Ja, ich bin mir sicher, wir brauchen die andere Kiste auch noch. Kann ja nicht schaden, wenn man mal zwei Kisten hat. Ich glaube nicht, dass die hier extra hingestellt wurde, damit wir hier hochgehen können, die Leiter hinunter. So, runtergehen. Und schieben! Bams! Mir ist aufgefallen, dass dieser kleine Junge verdammt stark ist. Ich meine, er kann Baumstämme problemlos nach vorne schieben. Oh, schön. So. Ziehen wir das Ganze. Eine Kiste machen wir nämlich jetzt nach vorne auf die Vorrichtung, die nach oben gefahren wird. Und die andere Kiste machen wir dann einfach auf den Schalter, denn der muss ja nach oben fahren, mit uns am besten. So, und das ist mein Plan für heute und ich hoffe, der wird auch funktionieren. So. Warte, 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 ich bin doch noch gar nicht da, Mensch. Fahr noch mal runter. So, jetzt nehme ich mit. Sehr schön. Und jetzt werden wir hier hochgefahren und können uns hinaufziehen. Juhu. Wir kommen voran. Wer hätte das gedacht? Hier ist schon wieder irgend so ein... Machen wir mal an. Mal sehen, was passiert. Ah, okay. Nein, bleib hier, ich brauch dich doch. Ich muss mitkommen. Oh, ich kann es gar nicht ausschalten, das heißt... Das sieht ganz doll nach Aua aus. Oder kann ich es doch ausschalten und wieder zurückholen?
Anmachen! Okay, ich kann es nicht ausschalten, aber es hört nach einer Weile selber auf. Ja, okay. Sollen wir einfach schnell sein, oder was? Renne, kleiner Junge! Juhu! Ja. Geschmorter Junge. Okay. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie geht's weiter? Ich habe eine Idee. Wir schwingen das Seil. Oder die Kette wohl, ja? Damit die auch ein bisschen Schwung bekommt. Und dann lassen wir uns schnell ein bisschen... Na los, mach an! So, und jetzt schwingt das nämlich, das Ganze. Und fängt uns hoffentlich auf! Ah, zu früh. Aber ich glaube, das war schon gar nicht mal so schlecht. Ja, wollen wir das Ganze doch nochmal probieren? Ich habe auch sonst keinen Plan, hier mal. Weiter geht's, kleiner Junge. Schwinge, wie du noch nie geschwungen hast. Wieder Tarzan Junior hier. Yeah. Ja, ja, wir sind so allein. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal probieren. Zack, und diesmal warte ich noch ein bisschen, bis es wieder zurückschwingt. Und jetzt. Sehr schön. Jetzt können wir uns nämlich hinüberschwingen, hoffentlich. Ohne in den Tod zu fallen. Woohoo! Ja, das hat doch super geklappt, Leute. Ja, und weiter geht's. Einfach mal hier runterspringen. Ja, das sieht sehr instabil aus. Oder? Naja, egal. Oh je, wir können das schieben und dadurch werden wir wahrscheinlich das in Gang setzen. Oh, es greift ineinander. Und irgendwas haben wir jetzt wieder in Gang gesetzt und jetzt dreht sich alles. Oh mein Gott. Wir werden nach unten gefahren. Mein Gott, die Welt dreht sich. Es wird immer merkwürdiger. Okay, interessant, interessant. Jetzt geht dieses Ding hoffentlich auch noch auf. Und hoffentlich fällt es nicht auf uns, deswegen... Ah, seht ihr? Es wäre ja schon wieder im Tode geendet wahrscheinlich. So, einmal nach oben bitte. Einmal zweiter Stock. Ah, da. Ja. Ich mach mal hier einen Zwischenhalt. Okay, das Ganze scheint sich jetzt unaufhaltsam zu drehen. Interessant. Mein Gott, was ist das denn da für eine komische... Ein Magnet. Sieht aus wie ein Magnet. Okay, hier ist wieder Licht. Schieben kann ich das Ganze nicht. Aha. Ah, okay. Wollen wir doch mal das nach ganz oben schieben. Es wird dann wieder runterrollen. Und im richtigen Moment, wo es anhalten soll, machen wir einfach mal den Magnet wieder an. Wuhu. Das ist doch ein guter Ort hier. Ja. Nee, das war nicht gut. Denn wir müssen ja dieses Ding wieder hoch befördern. Und das schaffen wir von hier aus gar nicht. Das heißt, ich muss es doch noch ein bisschen weiter nach oben schieben. So. Magnet Power aus. So, wieder hochschieben das Ganze. Und Action! Ah, das sollte eigentlich in Ordnung sein. Hoffe ich mal. So. Da. Springen, springen. Oh nö. Das war blöd gesprungen. Also nochmal das Ganze. Muss auch schnell sein, bevor uns dieses Ding da wieder dann tötet. Was ja schnell passiert hier in Limbo. Los, los, los. Yeah, geschafft. Okay, und dann kann es weitergehen. Wir gehen zurück. Das ist sehr merkwürdig. Und hier ist schon wieder so eine riesige Kreissäge. Aber die scheint mir sehr weit hinten zu sein. Oh nein, das ist nur der Schatten? Oder was ist das? Es schwebt. Nein, es hängt da. Okay. Die Kiste können wir schon mal ziehen. Dann können wir hinaufklettern. Was können wir noch?
Nichts. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach den Hebel aktivieren, den Hebel ziehen und dann wird sich hier alles in Bewegung setzen und wir müssen einfach den Kreissägen ausweichen. Nehme ich mal an. Ja, es dreht sich weiter, die Welt. Ich spüre Tod, ich spüre den Tod unter mir. Ja, ja. Ein bisschen schaukeln zur Beruhigung. Okay, wir glaube ich sollten jetzt mal abspringen. Nein, sollten wir nicht. Ah, schön, dass das immer später klar wird. Gut. Wer hätte denn auf das gedacht, dass da Elektrizität mit im Spiel ist? Oh nein, ich habe vergessen, die Kiste zu ziehen. Komm schon. Nein, Kiste. Warte, warte. Oh. Gut. Gerade nochmal einem Tod davon gekommen. Gut, wir müssen jetzt warten und schaukeln mal wieder ein bisschen. Diese Kiste müssen wir als sichere Plattform benutzen. Die uns hoffentlich sicher ans andere Ende dieser Stromleitung da trägt. So, ja, sie kommt. Und hinunter. Yeah. Juhu. Mein Gott. Es dreht sich weiter. Wir müssen jetzt wahrscheinlich springen. Yay! Boah. Action pur hier. Dreht sich das jetzt noch weiter oder muss ich mich jetzt einfach fallen lassen? Es hat den Anschein, als hätte es aufgehört zu drehen, deswegen lasse ich mich jetzt einfach mal hier runter schlittern. Yeah! Weiter geht's. Okay, hier folgt irgendwie ein Rätsel dem anderen. Was ist das da unten? Ein Stein. Okay, jetzt wird wahrscheinlich wieder gerollt, was das Zeug hält. Zack. Und alles dreht sich. Es dreht sich. Juhu. Ah, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ach nö, wir bleiben einfach hier. Der Stein wird bestimmt gleich anfangen zu rollen. Oh, aber gar nicht gut, denn... Ja, schnell. Wahrscheinlich ist die Kiste jetzt... Autsch. Okay, da war ich zu schnell, zu ungestüm. Okay, die Kiste fällt dann nämlich runter und wir müssen dann was mit der Kiste machen, bevor der Stein uns dann in den Tod quetscht. Mit all seiner Wucht. All seiner Last. So, Kiste, komm herunter. Ah! Oh gut, diesmal hat uns die Kiste nicht zerquetscht. Los, schnell, 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 wir müssen hier flüchten. Aber wohin? Ah! Schieb das Ganze runter. Oh mein Gott, ich hoffe... Oh. Das war nicht der richtige Weg. Schmerzlich müssen wir immer erfahren, dass wir was falsch getan haben. Okay, wie können wir denn dieser komischen... Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Kiste als Sprungbrett quasi, um dann dieser komischen Kugel da auszuweichen oder rüber zu springen, wo er... Das probiere ich jetzt einfach mal. Und das sollte ich jetzt so ganz schnell mal machen. So. Anlauf. Oder soll ich die einfach nehmen, um darüber zu springen? Ah! Verdammt! Wahrscheinlich sollte ich darüber springen, weil der Weg mir nämlich versperrt wird sonst. Wie fies. Wie fies. Ach man, die machen es einem aber auch schwer. Ah! Oh nee, jetzt hat mich die Kiste tatsächlich erschlagen, ey. Wie gemein. Naja, auf ein neues. Es macht doch immer wieder Spaß, sich von Kisten erschlagen zu lassen. Und es dreht sich. Und es dreht sich. Boah. Ja. Schön umgedreht die Kiste und los, 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 schnell, 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 schnell. Wir nehmen sie jetzt und so und springen hinüber ohne und komm, 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 jawohl, so geht das. Ach, herrlich, geschafft. Ja, da fliegt ein Schmetterling oder eine Motte oder so. Was ist so dunkel? Warum ist es so dunkel?
Okay, weiter geht's mit Zahnrädern. Wir folgen dem Schmetterling. Er wird uns ans Licht führen. Oder Schmetterling? Bist du ein lieber Schmetterling? Oh, eine Lichtung. Seht ihr, die Schmetterlinge? Oh, sie haben uns zu einer Made geführt. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder diese Made. Ja, und nu? Jetzt muss ich ins Licht, aber da gab's doch nirgendwo Licht. Verdammt. Ah, nein, 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 tot. Ah, bäm. Da erlischen die Lichter. Gut, Leute, ich würde sagen, ah, nein, das wollte ich gerade sagen, wir machen es im nächsten Part, aber... ich probiere es jetzt einfach nochmal. So. So, hopp. Wo war denn die letzte Lichtquelle, die die Made dazu veranlasst? Ah, da ist dieses Licht, sehr schön. Brr, macht's und dann... entschließt sich die Made, unser Gehirn wieder entgegengesetzt der Richtung zu manipulieren, sodass wir wieder in die andere Richtung laufen, logischerweise. So. Es ist eine schöne Welt. Ah, oh nee. Brutal. Da will uns jemand zu Hackfleisch verarbeiten. Schneller. Ah, komm schon, komm schon. Nein, nein. Oh, so knapp. Okay, das muss ich jetzt aber noch schaffen hier in dem Part. Auch wenn der Part jetzt länger geht. Oh, schön, ein Checkpoint. Na gut, dann würde ich sagen, ich laufe hier mal auf der Stelle und wir sehen uns im nächsten Part, Leute, wenn es weitergeht durch diese Presse hier. Und ich hoffe, uns wird nicht nochmal dasselbe Schicksal ereilen, was uns gerade ereilt ist. So, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und yeah, ciao.